Willkommen zurück zu Final Fantasy Remake, 7 Remake. Und wir sind irgendwie in einer unterirdischen Anlage, unter Sektor 7 angekommen. Ganz seltsam. Und nicht nur das, wir haben Wedge gefunden, der hier irgendwie drunter liegt. Vermutlich geht es ihm besser als seinen Freunden, was ich sehr schade finde. Ich mochte Bix und Jesse. Aber gut, wir sind hier irgendwie mit Barrett und Tifa unterwegs, weil wir hier irgendwie so runtergefallen sind. Ziemlich brüchig hier alles. Und toben uns hier ein bisschen aus, indem wir Sachen kaputt schießen. Das macht Spaß. Ist herrlich. Aber das sind Käfige. Das sind ganz viele Käfige. Das fällt mir jetzt auf. Die haben hier irgendwas gehortet. Irgendwelche Monster oder so wahrscheinlich. Ganz schön viele Stufen. Ah, okay. Da sieht man schon, was auf uns zukommen wird. Die Dinger müssen wir mit Eis besiegen. Ich glaube, Eis haben wir dabei. Aber ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den großen. Magie, Blitz, Ra, auf das Sägeblatt. Verdammt, wie stumpf. So. Der Zera ist zumindest schon mal im Schock. Machen wir erstmal die Sägeblätter kaputt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal eine Fertigkeit einzusenden. Stellen der Wille reduziert, vorübergehend erlittenen Schaden und verhindert Einschüchterung. Ne, wir nehmen das. Wupp, wupp, wupp. Roll dich weg. So, Tifa kann ebenfalls Magie einsetzen. Na ja, gut. Sie kann Eis, aber dann auf die Monodrives feuern. Das hat doch funktioniert und ist im Schock. Dann können wir den erstmal hier wegmachen. Jetzt reicht mir hier aber langsam. Ja, komm, rechtes Sägeblatt. Aber dann schießen wir trotzdem noch auf das linke. Oder nee, das wollte ich gar nicht. Ach, egal. Drauf da. Haben wir noch Magie? Ja, Blödsinn. Wir haben natürlich es wieder geschafft, voll auf die 12 zu bekommen. Aber das sieht gut aus. So. Im Schock und einmal Blitz. Was sammeln die hier eigentlich? Einmal kurz Vita auf Barrett. Und dann können wir auch weiter. So, wo geht's denn hier weiter? Ah, da geht's weiter. Hoffentlich geht es Wedge gut. Mach dir keine Sorgen. Wedge ist hart im Nehmen. Bestimmt macht er nur irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja. Wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir ihn ordentlich aufpäppeln. Lass mir die Waffen sprechen. Und folgt mir. Nicht nachlassen. Komm, einmal hier drauf gefeuert. Oh, da ist noch ein Wachhund. Sehe ich gerade. Aber es ist cool, wie wir es schaffen. Was hat denn eigentlich für ein Limit Break? Granate? Ja, komm, machen wir mal. Ich will die mal sehen. Oh, geil. Das sah ja richtig fröhlich aus. Ich überlege gerade, der hieß, glaube ich, irgendwie anders. Hieß der wirklich Granate? Ich glaube, der hieß damals nicht Granate, der hieß anders. Bin mir ziemlich sicher, dieser Angriff. Ich frage mich echt, was das hier ist. So, erstmal diese Käfer hier vom Himmel holen. Moment. Magie? Hatte er Feuer? Nee, er hatte kein Feuer. Und
Kiefer ist noch nicht so weit, um mal die zu wirken. Jetzt? Nein, immer noch nicht. Jetzt kann sie Magie wirken. Sie hat aber Feuer, genau, Feuer, um genau zu sein. Und die sitzen hier gerade wieder super gut beieinander. Sehr schön. Nichts hält uns auf. Ich mag das Magiesystem in diesem Spiel. Das ist cool. Der Hive. Ja, genau, das könnte der Hive sein. Resident Evil-like. Na, ja, wobei hier laufen ein bisschen zu wenig Zombies rum. Okay, da vorne haben wir irgendwie so eine Stelle, an der wir uns anscheinend wieder heilen können. Das ist super. Gemütliche Musik. Na komm. Hier haben wir Main Theme of Final Fantasy VII. Ja komm, nehmen wir Megatränke. Auch wenn wir davon eigentlich nie wirklich welche nehmen oder kaufen. Nehmen wir die jetzt einfach mal mit. Früher oder später werden wir die bestimmt brauchen. So, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ich bin von hier gekommen, ne? Ja, definitiv. Dann ruhen wir uns erstmal eine Runde aus. Mal gucken, wie sich Barrett hinsetzt. Setz dich. Ja, chillt sich so ganz cool. Einfach mal auf den Sitz. Sehr schön, ein Schlückchen Kaffee. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Ah, Wedge. Wedge! Jetzt aber mal ernsthaft, was ist das? Ich hätte jetzt ganz gerne mal Analyse. Und vor allem hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr Zauber. Gucken wir mal. Die stehen hier gut beieinander, die nicht so. Dann gehen wir mal auf den. So, wir können noch eine Runde Magie wirken. Ja, ganz viele Venoms. Da wo... Das sieht gut aus. Sehr gut. Das hat gesessen. Ich glaube aber fast, dass es bei denen vielleicht sinnvoller wäre, auf Feuer zu gehen. Magie, egal. Jetzt sind wir schon dabei, hier rumzublitzen. Dann machen wir das doch. Magie.
Ja, du bist hier jetzt voll gut dabei mit Feuer und so. Aber das war noch nicht alles. Nee, da kommt noch mehr, warte, klar. Da kommt wieder das Fußvolk. Schaffen wir das? Na klar, was denkst du? Na komm, au. Ich will dich angreifen. Okay, hab's verstanden. Tifa ist die, die jetzt hier mit Magie antanzt. Wo ich Feurer. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Punkt haben, wo mehrere an einem Punkt stecken. Nee, leider nicht. Na gut, dann muss es wohl mit Feuer reichen. Ja, komm, dich. Was feuert denn da oben rum? Da stehen auf jeden Fall zwei. Auch wenn das nicht so gut war. Ich greife jetzt erst an. Hep, daneben. So, da hinten, bei Tifa ist noch einer. Tifa, ich komme jetzt zur Hilfe. Wir schaffen das. Es kommen immer mehr. Wo ist denn unsere, oh. Okay, gib dir Deckung. Wo ist denn hier, eigentlich unsere Kavallerie, aka Cloud? Nee. Das reicht hier. Lüftungsschacht versiegeln. Ah. Okay, hab's verstanden. Erstmal den Fokus ausmachen. Und durch da. Geiler Move. Der sieht aber ein bisschen größer aus als die anderen. Macht überhaupt nichts. Wir laufen hier erstmal dran vorbei. Und jetzt, wo ihr so schön beieinander steht. Wer stirbt von euch als erstes? Ich würde sagen, der hier. Er opfert ja seine Verbündeten. Bums. Ich dachte eigentlich. Geht doch. So, wo ist der Große? Da ist der Große. Moment. Wo muss ich jetzt lang? Irgendwas muss ich hier irgendwas machen? Nee, irgendwie nicht. Hopp. Nochmal. Feurer auf Tentakel. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wechseln. So, Barret kann nochmal Fertigkeiten einsetzen. Avalanche Credo. Ah, Schwäche, das ist gut. Kein Moment. Magie. Machen wir es noch einmal. Probieren wir es einfach mal. Auf Tentakel. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Nochmal Feuer. Okay, diesmal wird es nur mit Feuer funktionieren. Das hat gar nichts gebracht. Barret kann man Gegenstand setzen und zwar ein Turbo-Ether einfach mal auf Tifa. Ich frag mich, was ich hier jetzt gerade echt machen muss. Aber ich schieß hier einfach mal wild drauf los und hoffe, dass das funktioniert. Okay, Tentakel zerstört, damit ist er im Schockzustand. So, und einfach mal Magie. Ich bleib einfach mal bei Feurer.
auf das Herz. Und auch hier nochmal Magie. Keine Ahnung. Bio? Nee. Nehmen wir das hier. Was soll's? Ich würde ganz gerne das richtige Ziel anvisieren. So braucht man hier gar nicht antanzen. Okay, dann kriegst du auch nochmal einen Äther. Nur damit ich hier nochmal Magie einsetzen kann. In der Hoffnung, dass das was bringt. Was jetzt? Oh, sweet. Aber das ist gut. Das ist richtig gut. Tiefer. Es ist Zeit für Feurer. Die stehen nämlich gerade richtig nice. Au. Ich werde jetzt erstmal hier die Kleinen zerlegen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Was mich hier gerade ein bisschen abnervt, ist die Tatsache, dass die einfach viel zu... Ne, komm hier weg. Dass die irgendwie viel zu nah beieinander stehen. Wirkungslos. Das ist ja blöd. Ne, klappt auch nicht mehr. Wie gehen wir auf den? Wirkungslos. Wie dreckig. Aber Tifa kann zumindest schon mal einen Limit Break machen. Das ist gut. Au. Nee. Barret ist gerade irgendwie hart angeschlagen. Ich feuer hier einfach nochmal drauf und hoffe, dass das was bringt. Ich hätte echt zu gerne gerade Analyse parat. So, einmal nochmal die. Also was für Fertigkeiten hat sie? Auf Hochtouren, Chakra, nee. Das ist gut. Auf mich auf Anonymer direkt. Na, das sah doch gut aus. Tentakel zerstört. Magie. Bio. Nee. Versuchen wir es nochmal mit Eis auf das Herz. Und nochmal Fertigkeit. Das machen wir nochmal. Avalanche. Ah nee. Ich wollte mit Tifa. Genau, auf Hochtouren gehen. Auch auf das Herz. So, Barret hat einen Limit Break offen. Das ist auch perfekt. Granate auf Anonymer. Na also, das sieht doch hier mal langsam aus, als geht das in die richtige Richtung. Komm, noch ein paar Schuss. Yay, doch. Aber der Kampf ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Los geht's. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Na also! Woher wusstest du, wo wir sind? In dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Und verkehrt.
erkennbar. Okay, es war zum Glück anscheinend doch nicht der Gegner, den ich eigentlich erwartet habe. Aber okay, gucken wir uns nochmal hier kurz einmal ein bisschen um. Na komm, dann machen wir es halt eben auf und gucken, was hier abgeht. Ich würde ganz gerne wissen, ob es hier noch eine Kiste gibt oder sowas. Weil ich meine, wir hatten keine Zeit hier uns... Nee, wir können hier nicht weiter. Meh. Seite von Shinra. Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Cloud? Hast du gut gemacht. Okay, Wedge scheint in Sicherheit. Das ist zumindest mal was Gutes. Na los. Na, Vorsicht, Lampe. Na, Vorsicht, Wand. Na, Vorsicht, Haus. Trümmer, Achtung. Vorsicht, Ach, schade, das ging nicht. Kümmere dich um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Hör auf! Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Schade, die beiden coolsten von den Sidekicks sind leider... Ja, sie waren dem Pfeiler einfach zu nah. Da kann man nichts anderes sagen. Die waren quasi im Herzen des Vorfalls, Shinra-Dank,
verprügelt die Leute von Shinra. Böse Leute. Geht gar nicht. Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das! In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Nanu? Was geht denn hier jetzt ab? Eine offene Tür? Eine halboffene Tür? Ich sehe da ganz genau, da drin ist eine Kiste. Ah, Moment, ich habe da so eine Idee. Vermutlich können wir uns von hier oben irgendwie runterhangeln lassen oder irgendwie sowas. Gucken wir mal. Nee, wäre zu einfach. Dann gehen wir halt eben nochmal rein. Aber... Moment. Nee. Da ist der Gang. Hier sind viel. Das ist viel zu eng hier. Klaut mir mal dein Schwert aus der Kamera. Das geht ja gar nicht. So, hier schlafen die Dudes. Ja, okay. Gehen wir einfach mal runter. Versuchen wir mal mit Elmira zu reden. Elmira! Sie ist nicht hier. Schläft sie? Oder ist sie draußen? Sie ist bestimmt draußen bei den Blumen. Das war auch das Geräusch, was wir gehört haben. Irgendwo da hinten bestimmt. Oh, tiefer. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Elmira hier irgendwo rumgeistert. Aber das ist auch in Ordnung. Hey, yo, was ist los? Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Oh. Oh. Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden.
Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Wie unsere Heimat. Erst Marlene und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Das sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Barrett. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aris zu retten.
Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Aha, aber nicht nur Corneo kennt den Weg, ich kenne ihn auch. Haha. Aber das sind Sachen, die wir nicht mehr jetzt sehen, sondern erst Schrittzähler. Cool, ich habe einen Schrittzähler gefunden. Nice. Jetzt wissen wir am Ende auch, wie viele Schritte wir gelaufen sind. Nein, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Final Fantasy VII Remake. Wo es den Shinra... Nein, wo wir nochmal Don Corneo zeigen, dass wir ihn nicht nur zerquetschen, zertreten und zerschneiden, sondern wir auch noch ganz andere schlimme Dinge mit ihm tun können. Aber mal gucken. Ich hoffe es zumindest. Dem Typen muss man mal so richtig auswringen. Also, bis bald.